Wir haben es bei bioelektrischen Messungen, zum Beispiel EKG, EEG, EMG, BIA, haben wir es mit wirklich tatsächlich seltsamsten Frequenzen zu tun, die gemessen werden. Andererseits aber sind die gemessenen Spannungen durchaus gering. Ich fange mal gleich bei den Spannungen an. Ein Mikrovolt, also ein Millionstel Volt, ist so ungefähr die kleinste gemessene Spannung bis 100 Mikrovolt. Naja, das ist auch noch nicht viel mehr. Vergleichen wir es mal mit einer ganz kleinen, einfachen AAA-Batterie. Die hat schon mal 1,5 Volt. Das sind Spannungen, ja, da lässt sich durchaus. Da kann man als Mensch die sogar schon spüren, wenn man zum Beispiel an einer Batterie leckt. Das haben wir früher mal gemacht. Ist ja noch voll, mal kurz dran geleckt, ist nicht weiter schlimm. Dann wird es ein bisschen salzig auf der Zunge und man merkt das und es zuckt ein bisschen. Gut, davon mal abgesehen. Nochmal zu den bioelektrischen Messungen. Das Elektrokardiogramm, also wenn es um Herzspannungen geht, da habe ich es, wenn wir 60 Schläge pro Minute nehmen, einen Schlag pro Sekunde, Schlag in Anführungsstrichen, entspricht das ein Herz bis meinetwegen 180 Schläge pro Minute, das wären dann 3 Hertz. Uff, was soll es da für Störsender geben? Das wird nicht so schlimm sein. Gut, aber schon beim EEG, also Elektroenzephalogramm, also wenn es um Gehirnspannungen und Ströme geht, da habe ich es von 1 Hertz bis 30 Hertz zu tun. Wenn ich das in einer großbelebten Stadt mache und draußen eine Straßenbahn vorbeifährt, dann wird die nicht mit 50 Hertz betrieben, so wie unsere Wechselspannung aus dem Netz kommt, sondern mit 16 2 Drittel Hertz. Passt da schon mal rein. Könnte etwas die Messergebnisse verfälschen. Warum komme ich gleich drauf? Oder 50 halbe Hertz, also Netzspannung und die halbiert, kann durchaus hier auch einige Verfälschungen erreichen. Bloß nochmal zu erzwungenen Schwingungen. Guckt mal auf diesen Link, klickt auf das Video, erzwungene Schwingungen. Ich muss nicht immer mit der gleichen Frequenz etwas anschubsen. Das geht auch mit der Hälfte oder mit der doppelten Frequenz oder mit einem Viertel der Frequenz. Also erzwungene Schwingungen, dieses Video, wenn ihr das kurz anschaut, das geht ganz schnell. Da seht ihr das und dieses Video wartet hier. Also keine Bange. Beim Elektromyogramm, wenn ich also Muskelspannungen messe, ja, da reicht das von, weiß ich nicht, bis 5 Kilohertz hoch. Also tatsächlich, da treten Frequenzen von 5000 Hertz auf. Nebenbei, der menschliche Hörbereich, der liegt da durchaus drin. Und wenn ich elektrische Geräte betreibe, die so richtig schön Power machen und ich habe dann noch eine Kopfhörerleitung, die als Antenne wirkt, okay, durchaus denkbar, ist auch nicht so gefährlich. Wenn ich zum Beispiel diese bioelektrischen Messungen mache, um Körperfettanteil zu bestimmen, dann schickt man im Allgemeinen einen Wechselstrom von 50 Kilohertz durch den Körper und misst die Impedanz, also den Wechselstromwiderstand des Körpers. Achtung, die Very Low Frequency Sender, die es auf der Welt immer noch gibt, zum Beispiel für U-Boote, damit die gut navigieren können. Ich hatte ja schon mal, eventuell werde ich hier einen Link anbringen, könnt ihr ruhig draufklicken. Nochmal zu der Eindringtiefe von Funkwellen, also elektromagnetischen Wellen gesprochen, dass man nimmt derart tiefe Frequenzen, obwohl die immer noch weit über dem Hörbereich sind, tiefe elektromagnetische Schwingungen, damit man durch alle möglichen Stoffe noch durchkommt, also auch durch das Wasser der Erde. Deswegen für U-Boote ist das ideal. Könnte sich damit durchaus mal stören, obwohl die nicht immer gerade ausgerechnet in 50 Kilohertz senden, überhaupt nicht, sondern durchaus in der Hälfte. Und jetzt sind wir schon wieder dabei bei Resonanz und Co. Mal sehen, ob ich diesen Link dafür ankriege, aber es geht bei erzwungenen Schwingungen, lässt sich das genauso verstehen. Nochmal zum EEG. Es gibt eine sogenannte Schumann-Frequenz, die liegt bei 7,5 bis 7,8 Hertz. Also das ist wirklich sehr langsam. Das sind elektromagnetische Wellen, die die Erde selber im Zusammenhang mit der Ionosphäre aussendet. Und davon Oberwellen, also Vielfache. Könnte durchaus sein. So, jetzt zu den Spannungen nochmal. Bei derartig geringen Spannungen brauche ich super Messinstrumente, also ein Voltmeter mit 200 Megaohm Eingangswiderstand. Eingangswiderstand deswegen so hoch, damit die Spannung nicht zusammenbricht. Das wäre wie beim Thema Kurzschluss. Ich glaube, den Link kriege ich hier rein. Bei solchen geringen Spannungen passiert es, dass wenn ich ein zu,
sagen wir mal, zu schwerfälliges Messinstrument nehme mit vielleicht 1 Kilo Ohm Eingangswiderstand, dass dann diese Spannungen schon zusammenbrechen, dass die also kurzgeschlossen werden. Also nehme ich hochempfindliche Messinstrumente. Allerdings wirken die, das habe ich mal in Rot angedeutet, auch gleich wie eine Antenne. Und die Antenne eines Radios, das hier unten ist Erde, ne, hier das Gehäuse ist die Erde, und die Antenne eines Radios im Gegensatz zur Erde hat einen weitaus geringeren Eingangswiderstand. Also die Dinger sind wirklich tatsächlich empfindlich für allerlei Störsenderfrequenzen. Ja, bevor ich zu den Gegenmaßnahmen komme, wir haben es aber auch überall mittlerweile in der Welt mit Bluetooth, WLAN und Mikrowellen zu tun, die blöderweise auf diesen 2,45 Gigahertz senden und die sich dadurch gegenseitig beeinflussen können. Auch in der Diathermie werden derartige hohe Frequenzen teilweise eingesetzt. Vielleicht geht der Link noch dahin. Gut. Umgekehrt wirken diese, das ist ja durchaus gewollt, diese Frequenzen aber auch auf interne Übertragungsmechanismen. Wenn ich also sage, ich will nicht so viel Kabel an den Menschen reinhängen und ich übertrage alle Signale mit Bluetooth, also wenn ich das machen würde, oder übers WLAN, ja, diese Kopplungen der Messgeräte über diese Wege zum Beispiel werden dadurch beeinflusst. Was dagegen tun? Die erste und wirksamste Möglichkeit ist erstmal, hier wo gemessen wird, also hier in dem Messraum, da wo irgendwas am Menschen oder am Tier oder was auch immer gemessen wird, da mache ich Folgendes. Am besten, ich mache einen sogenannten Faradayschen Käfig. Das kann man ganz einfach machen. Das muss kein Käfig aus Gitterstäben sein, sondern man kann die Wände tatsächlich mit metallhaltigen Folien einfach abschirmen und die alle miteinander elektrisch verbinden. Also die Folie elektrisch mit der und die da hinten mit der und die mit dem Oberdach und na und so weiter und so fort. Dann kann es nicht mehr passieren. Also das ist wie beim Auto, wenn ich bei Gewitter mich lieber ins Auto setze, dann nicht bloß, damit ich nicht nass werde, sondern falls der Blitz einschlägt, dann wird der durch die Karosserie des Autos praktisch abgeleitet und alles in Wärme umgewandelt. Also werden alle elektromagnetischen Störwellen, auch von außen kommende Bluetooth- oder WLAN-Wellen, werden die durch diese Metallfolie schon mal abgeschirmt vom sogenannten Messraum, da wo ich drin sitze und messe. Im Käfig, in Anführungsstrichen müsste man eigentlich sagen, also hier drin im Messraum gilt, alles andere ausmachen. Was nicht nötig ist, haben Sie dies dabei, haben Sie das dabei, machen Sie es aus, haben Sie Ihr Handy dabei, ausschalten, nicht bloß auf irgendwelche anderen Modi, alles aus. Gut. Zweitens, die Gehäuse der Geräte, die ich verwende, die müssen am besten geerdet sein und als Faradayscher Käfig gestaltet sein. Also, das heißt, wenn ich hier drin so ein Messgerät habe, dann sollte das erstens einerseits wirklich massemäßig an die Erde angeschlossen sein und andererseits selber ein Metallkäfig sein. Und der Metallkäfig selber ist wieder wie eine Art Faraday, es ist ein Faradayscher Käfig im Faradayschen Käfig. Warum? Weil ich hier drin nämlich auch irgendwelche Prozessoren und so weiter habe. Und jetzt braucht man bloß auf sein Handy zu gucken oder auf den Computer oder was auch immer. Die werden im Gigahertz-Bereich mittlerweile betrieben. Wenn nicht, dann nur im Megahertz-Bereich. Senden aber alle etwas Energie aus. Also alle senden elektromagnetische Strahlung aus. Ja, und dann habe ich letzten Endes noch das letzte Wichtige. Ich muss vom Messgerät zum Messobjekt tatsächlich sichere elektrische Verbindungen gestalten. Also sicher insofern, dass sie nicht abgehen können vom Objekt, also vom Körper zum Beispiel, aber auch untereinander sicher. Es nützt nichts, wenn ich hier so, sag ich mal, so einen Stecker habe und den hänge ich in eine relativ große Buchse. Ja, das ginge ja, ne? Die Buchse, ja, und wenn der sich hier so ein bisschen verkantet und ein bisschen berührt, ginge das ja. Wehe, wenn nicht, dann entstehen hier kleine Funken senden wieder elektromagnetische Schwingungen aus und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, zum Verständnis aus physikalischer Sicht, weshalb wir so einen Zirkus machen müssen, um bioelektrische Messungen sicher durchführen zu können. Ich habe jetzt hier zum Schluss noch die üblichen Links angefügt. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, sagt's mir. Wenn nicht, auch gut. Wenn ihr es gut findet, macht was, gebt einen Daumen oder sonst was. Ich freue mich über jede Rückmeldung, denn ich lerne auch gerne dazu und ich möchte auch wissen, ob ich richtig liege bei euch. Bis dann, tschüss.